Leute, bei diesem Song hier sollte Deutschrap mal ganz genau hinhören. Du hast einen Partner, der dich liebt, aber hatte auch eine Modemarke. Immer Opiate, Rockerclans und Großfamilienpaten. Alter, ich hab 30 Gucci-Jacken. Mich findet jede geil, von Grundschule bis Kindergarten. Auf ihrem neuen Album 10 Jahre Abfuck knöpfen sich zugezogen maskulin alles. Wirklich alles und jeden vor. Sogar Jahreszeiten haben hier nichts zu lachen. Wann ist dieser Sommer vorbei? Ja, dieser Sommer war für alle da. Kokospalmen stehen in Flammen und der Strand wird schwarz. Menschen rennen und die Flutwelle steigt. Und ich stell mir das letzte Dosenbier rein. Ja, alle reden von dem Vibe. Vibe, und ich weiß nicht mal, was sie meinen. Wie das letzte Jahrzehnt Testo, Grimm und Deutschrap verändert hat und warum die Welt den herzerwärmenden ZM-Optimismus weiterhin dringend braucht, das seht ihr jetzt mit Interview. Testo und Grimm 104. Zugezogen maskulin. Vor etwas mehr als 10 Jahren lernen sich die beiden als Praktikanten in der Redaktion von Rap.de kennen, werden Freunde, werden Kollegen, werden eine Band, werden ZM. Für mich war die Vorstellung, Musiker zu sein oder ein Star zu sein, ein Rapstar zu sein, damit verbunden, dass ich dachte, okay, das ist das ewige Glück, das ist ein Gipfel, den ich einmal erklimme und ich werde einfach mein Leben lang glücklich sein und reich sein und der coolste überhaupt und schöne Frauen und schöne Häuser und was weiß ich nicht alles. Aus der Provinz in die Hauptstadt gezogen, droppen sie 2010 noch als Grimm 104 und Testo ihre EP Zugezogen Maskulin und nennen sich danach auch so. Bis heute eine legendäre Nummer. Lust an der Zerstörung ist gleichsam kreativ. Keine Ahnung, was das heißt, ach, lass mich doch mal ziehen. Und während die Welt unter einem Atompilz versinkt, sitzen Testo und ich auf einem Hügel und singen. Das war 2010. In der Zwischenzeit haben ZM mit Alles brennt, Alle gegen alle und eben 10 Jahre Abfuck drei mega starke Alben rausgehauen, die es alle in die Top 20 geschafft haben. Ein Song wie Plattenbau Ost, der die Tristesse einer Jugend im Plattenbau auf den Punkt bringt, findet man zu Recht in vielen besten Listen der 10er Jahre. ZM sind keine Modus Mio Superstars. Auf den Promo-Zirkus haben sie gar keinen Bock. Was scheiße ist, ist die ganze Zeit auf Sendung sein zu müssen, irgendwie live sein, live gehen, Stories machen. Hey Leute, checkt nochmal. Hey Leute, klickt alle auf den Repeat-Button, hört die Platte. Testo und Grimm haben das Deutschrap-Game 10 Jahre lang herausgefordert. 10 Jahre lang kritisiert, malträtiert, genervt, gedisst, bepöbelt, beobachtet, verarscht und vor allem versucht zu verändern. Auf ihrem dritten richtigen Album 10 Jahre Abfuck merkt man, dass es Kraft gekostet hat. 10 Jahre später, ich bin so müde vom Ringen zwischen Kommerz und Kunst. Erwartung enttäuscht ich am liebsten mit Vorsatz. Immerhin kein Rap und Soundclash mit uns. Dabei braucht Deutschland Testo und Grimm jetzt gerade so dringend wie nie. Unter der Haut ist die Scheiße am Boden, Berichte geschreddert und Bürger belogen. Schaufe reißt ab, Blute schießt hoch. Plötzlich sind wieder paar Ausländer tot. Plötzlich fallen Schüsse vor Synagogen und Rechtsradikale gewinnen an den Urnen. Das sind Traditionen von Schweigen und Gewalt. Wann ziehen wir uns endlich den Stachel aus dem Fleisch? Dabei hatten ZM in den Nullerjahren kurz den Eindruck, dass das Land auf einem guten Weg ist. Was so, keine Ahnung, Umgang mit Minderheiten anging, hatte ich das Gefühl, das wurde eigentlich immer besser, während sich in den 90ern noch so über, keine Ahnung, Schwule in der Wochenshow lustig gemacht wurde oder mit Erkan und Stefan über Migranten, dass das eigentlich immer sensibler wurde und progressiver. Und dann ging es 2010 ja los mit Thilo Sarrazin, mit dem Buch Deutschland schafft sich ab. Und was ja schon in eine andere Richtung wies und tatsächlich in den folgenden 10 Jahren hat das ja Schule gemacht und die Erfolge der AfD, der weltweite Rechtsruck und so weiter, da hat sich in Deutschland auch schon einiges verändert, was auch den Diskurs, das Diskursklima und das Diskursniveau auch angeht. Testo und Grimm haben die neurechten Parolen auf den Marktplätzen und in den Parlamenten ganz genau beobachtet. Kaum eine Band ist dazu in der Lage, diese Seite der deutschen Gesellschaft so schonungslos und klischeefrei zu beschreiben, wie es ZM in den letzten Jahren gemacht hat. Hansa wieder abgekackt, kein Trost mehr in den Flaschen. Ich zieh dich vom Balkongeländer mit nassgeweihten Backen. Die Volkswerft ging pleite im Konflikt mit dem System. Ich spiel auf dem Oranienplatz und du willst die AfD. Sie halten bei diesen ernsten und komplizierten Themen nicht die Fresse, sondern mischen sich ein. Bei der 30 Jahre Mauerfallparty am Brandenburger Tor, den Song Endlich wieder Krieg in die schwarz-rot-goldene Wiedervereinigungsparade zu ballern, das
muss man erstmal bringen. Freunde, diese drei Worte, diese warmen, schönen drei Worte sind endlich wieder Krieg, endlich wieder Krieg, endlich wieder, endlich wieder, endlich wieder Krieg. Und auch Deutschrap hat sich über die Jahre von ZM so einiges anhören müssen. Dada-Rap, Cloud-Rap, Haute-Couture-Rap, Nazi-Rap, Modus Mio-Rap, Backpacker, Realkeeper-Rap, alle haben von Testo und Grimm kassiert. Ihr wollt Rap, so wie er früher war? Ist nicht euer Ernst. Doch diese Flügel sind zum Fliegen da. Ruffle Lines, tight Skills, Mammutjagd. Bei euch hat sich noch nichts geändert seit dem Tag, als 6. Mai rauskam. Hart und real wie ein englischer Reifen. Und auf Twitter rumschleim wie eine Eiche. In diesen 10 Jahren haben ZM so manchen Artist bloßgestellt. Achtung, sie hören die beste Rapline des Jahrtausends. Es ist 12 Uhr, du kaufst dir Supreme. Soll noch einer sagen, Rapper haben nichts zu erzählen. Wen könnten ZM in ihren Texten als nächstes roasten? Schreibt's mir in die Kommentare. Ihre neue Single Der Erfolg bringt ihre Kritik an Deutschrap 2020 auf den Punkt. Der Erfolg gibt mir recht, ich mach alles richtig. Auf dem Foto lächeln alle, aber ich nicht. Der Erfolg gibt mir recht. Der Erfolg gibt mir recht. Wenn meine Seele einmal den Körper verlässt, wird der alte Mann sagen, der Erfolg gibt mir recht. Wer Bock hatte, konnte sich, egal ob Großkonzern oder Privatperson, für ein bisschen Geld Werbefläche im Video kaufen. Ich hätte auch Werbung für, weiß ich, Rolex oder Mercedes gemacht, weil, also es ja, wäre ja dann Teil des Experiments gewesen. Mit dieser schlauen Nummer über Product Placement und Sellout im Deutschrap haben sie auch noch Kohle verdient, die sie direkt reinvestieren. Ja, wir haben ja 16.000 Euro eingenommen. Das sind ungefähr 8 gebrauchte sogenannte Bauunternehmer-Rolex, wie zum Beispiel die Rolex Erking. Wir werden uns 8 Stück davon kaufen. Ja, klar. Ja, logisch. Wenn man ehrlich ist, haben Testo und Grimm in diesen 10 Jahren Abfuck keinen geschont. Am wenigsten sich selbst. Ich mach kaputt, was mich kaputt macht. Mich selber. Ihre Selbstzweifel, ihre Angstattacken, das Überfordertsein von der Welt machen sie öffentlich. Mit der eigenen Verletzlichkeit kämpfen zugezogen maskulin dafür, dass auch andere Männer, andere knallharte Rapper schwach und unperfekt sein dürfen und sich niemand dafür schämen muss. Was natürlich stört, ist hier das Doppelkinn. Ja? Das Doppelkinn, ja. Aber das ist eigentlich meistens angeboren. Also man hatte hier wirklich so eine Disposition dafür. Sieht jetzt halt nicht so attraktiv aus. Wegen des brachialen, sehr eigenen Sounds von Silkasoft und A zum J sowie Raplines, die mindestens 2-3 Meter Ebenen mitdenken, gibt es wenig, womit man ZM in Deutschland vergleichen könnte. Besonders live können da wenige mithalten, das ist krasser Turn-Up. Waren ZM 2010 Trolls, die mit KIZ-Prolligkeit Hip-Hop-Deutschland triggern wollten, sind sie 2020 eine super wichtige Ergänzung zu turbokapitalistischem Ego-Deutschrap. Rap, der nicht mehr will als Uhren, Klicks und Platinplatten. Zugezogen maskulin tun der Szene also sehr gut. Sie geben dem Boss Alpha King Selbstoptimierungs-Bullshit-Gelaber Kontra. Ja, echte Männer ohne Tränen, ey, mit Gesichtern zum Fürchten, ey. Echte Männer breite Schultern, ey, aber keinen, der sie tröstet, ey. Ich bin Fan, sage ich ehrlich. Wäre schade, wenn 10 Jahre Abfuck das letzte Album wird. Ich will raus, ich will raus. Viel zu lange schon abhängig von Applaus. Hatte Hype, hatte Rausch, alles brannte. Doch es ging vorbei und es blieb kalte Asche. Ein bisschen klingt die Platte nämlich leider schon nach Ende. Hoffen wir mal, dass Grimm und Testo nicht resignieren. Ich glaube, bei allem vorher war das noch mehr so dieses und jetzt kommen wir und jetzt sagen wir euch mal, wie es ist und danach wird alles anders werden. Das habe ich schon gemerkt, dass das nicht so funktioniert, dass es auch irgendwie paternalistisch ist und dass irgendwie so Veränderungen Zeit braucht und ich glaube, da dieser Kampf ist nicht vorbei. Ich würde mir sehr wünschen, dass sie weitermachen, aber was meint ihr? Wie glaubt ihr, geht es mit ZM weiter? Schreibt's mir in die Kommentare. Vielleicht stehen in der Zukunft aber auch mehr Solo-Projekte von den ZM-Jungs an. Grimms Abstecher in den Horror-Rap als Vampir-Rapper Graf Grimm stelle ich euch hier vor. Hier kommt ihr zu meiner aktuellen Playlist und Leute, ihr kennt das Spiel, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, macht die Glocke an. Ciao, bis nächste Woche.